Du willst Luft ablassen? Bitte, ich bin ganz Ohr. Ständig mischst du dich in mein Privatleben ein, das kotzt mich an. Ich kümmere mich nur um meine Jungs, das ist mein Job. Mein Privatleben geht dich einen Scheißdreck an! Kommt ganz drauf an. Ach. Willst du vielleicht auch demnächst im rosa Tütü in den Boxring steigen? So wie du dich für diesen Olli einsetzt? Nein, bestimmt nicht. Würde deine Karriere auch nicht besonders gut tun. Weil ich nämlich gar nicht mehr in den Ring steigen werde. Zumindest nicht für dich. Sondern das jetzt schon wieder. Ich werde mir einen neuen Promoter suchen. Die stehen in Düsseldorf ja auch an jeder Ecke rum und winken mit den Geldscheinen. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ohne mich bist du noch weniger als ein Niemand. Da bist du ruckzuck weg vom Fenster. Das sehe ich anders. Logisch. Und diese Hilfsmittelchen, die kaufst du demnächst in jeder Apotheke, ja? Wer sagt denn, dass ich die überhaupt brauche, hä? Das Zeug hier, das ist bei mir mal direkt da gelandet, wo es hingehört. Im Müll. Jetzt hör mal zu, mein Kleiner. Du gehst jetzt ins Training, nimmst das Zeug, so wie ich es dir gesagt habe, und dann vergessen wir das hier ganz schnell. Hast du mich verstanden? Okay. Aber dann nimm's mir nicht übel, wenn ich im Verein mal erwähne, wie deine Trainingsmethoden aussehen. Mal sehen, wer dann von uns beiden weg vom Fenster ist. Okay? Auf jeden Fall habe ich Kandetzki gesteckt, dass ich nicht mehr für ihn arbeite. Aber warum denn? Das fragst du noch? Weil ich keinen Bock mehr auf seine blöden Sprüche habe vielleicht? Meinst du nicht, das war eine Kurzschlussreaktion? Du hast doch selbst mitgekriegt, wie er sich über Schwule lustig macht. Gott auf wieder. Ist schlecht für dein Image, wenn du mit einer Schwuchtel zusammen wohnst. Das mache ich nicht mehr mit. Und was ist mit deiner Boxkarriere? Die hacke ich immer ab. Ist immer noch besser, als mir jeden Tag dieses Gelaber anhören zu müssen. Olli, soll ich mir jetzt jeden Tag von diesem Typen vorschreiben lassen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe? Nein. Ich sag dir, wenn er das wieder ist, dann kriegt er zu spüren, wie hart eine Faust doch ohne Doping ist. Was sollte das eben mit Grandetzki, hä? Ganz einfach, ich hab gekündigt. Hast du sie noch alle? Grandetzki wollte, dass ich dope. Ist das Grund genug? Ja, das geht nicht. Was? Eben. Pass auf, wir finden einen anderen, einen besseren Promoter für dich. Ja, kann sein. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal. Ich muss noch was für die Uni machen. Das läuft Christian gar nicht gut rein. Ist das ein Wunder? Mein großer Traum ist geplatzt. Enttäusche ich dich schon wieder. Erfolglos. Schwul. Hast du deinen Sohn wahrscheinlich anders vorgestellt, hä? Ich will meine Boxkarriere auch. Ich will mit so einem Arsch aber einfach nichts zu tun haben. Lass ich's lieber ganz sein. Judith, selbst Fan. Wer sagt denn, dass ich überhaupt noch Lust auf diese ganze Szene habe? Was ist mit dir los? Ich habe schlechte Laune. Ja, das ist nicht zu übersehen. Gregor, es ist vorbei mit Boxen. Soll ich da lachen oder was? Papalapap, du machst natürlich weiter. Auch ohne Grandetzki. Im Club hat sich doch rumgesprochen, dass du gut bist und Talent hast. Also ich wette, in den nächsten Tagen, da ruft dich ein neuer Promoter an. Ja, und der will dann auch, dass ich dope. Also, soweit ich weiß, gibt's in der Branche auch noch Leute, die ehrlich arbeiten. Und die müssen sich den Arsch aufreißen, damit sie nur annähernd mithalten können. Das heißt also, du würdest weitermachen, wenn du einen Promoter hättest, der ehrlich zu dir ist, dich zu nichts zwingt? Ja, klar. Aber den gibt's leider nicht. Ja? Was, wenn er dir gegenüber sitzt?
Du. Ja. Also den geschäftlichen Aspekt der ganzen Sache, den kriege ich schon irgendwie gebacken. Und was die Kontakte zur Boxerszene angeht, die sind sicherlich noch ausbaufähig. Es sei denn, du vertraust deinem eigenen Bruder nicht. Also, ich finde die Idee gar nicht schlecht. Ich finde sie super. Sie ist total daneben. Das war sicher nur ein Vorschlag. Aber warum nicht? Das kapierst du eh nicht. Ja. Warum findest du Gregors Vorschlag so abwegig? Warum wohl? Einen besseren Promoter kannst du dir doch gar nicht wünschen. Ja, und die Lügerei, die geht weiter. Erst Grandetzky und jetzt noch mein Bruder? Ich kann das nicht mehr, Olli. Habe ich vorhin irgendwas Falsches zu meinem Bruder gesagt? Quatsch. Er und ich wären doch das perfekte Team. Kann sein. Ich habe von sowas keine Ahnung. Natürlich ist eine Ahnung. Du musst doch wissen, warum der vorhin abgehauen ist. Sorry, ist echt nicht meine Baustelle. Ich weiß nicht, warum der so reagiert hat. Außerdem fragst du ihn am besten selber. Ja. Ist wahrscheinlich besser. Vielleicht wäre es doch langsam an der Zeit, deinem Bruder zu sagen, dass wir zusammen sind. Komm schon, Gregor, ist okay. Der hätte bestimmt kein Problem damit, dass du schwul bist. Er nimmt mich doch gar nicht ernst. Das letzte Mal, als ich ihm das sagen wollte, da dachte er, ich würde Witze machen. Okay, das war einfach ein blöder Zeitpunkt. Ich habe das Gefühl, dass ich den richtigen Zeitpunkt schon verpasst habe. Und egal, was ich jetzt mache, dass es falsch ist. Außerdem, so wie Gregor im Moment drauf ist, wegen Sarah, hat sorry keinen Sinn. Ich glaube, ich bin im Moment der Letzte, dem er noch vertraut. Du hast richtig Angst, Gregor zu verlieren, hm? Mein Bruder ist der Einzige, den ich noch habe. Ja, also. Ganz allein wärst du ja trotzdem nicht. Christian, ich habe...